Guten Morgen, heute der Blick in die Währungen. Euro, japanischer Yen, US-Dollar, schwedische Krone und Austral-Dollar, japanischer Yen. Also ein bisschen japanisch angehaucht, ein bisschen zweite Reihe mit dabei. Gerne natürlich auch der Blick in den ein oder anderen Index. Der SP steht ja schon wieder. Kurz vor dem Allzeithoch, also es geht weiter voran hier bei den Indizes. Es ist sehr, sehr interessant, das Ganze zu sehen, seitdem wir hier wichtige Marken aus dem äh, Markt genommen haben. Das Ganze sehr, sehr bullish im Moment. Ich bin gespannt, wie es oben an den Allzeithochs weitergeht, ob wir dort direkt sozusagen die Käufer wieder in den Markt bekommen oder nicht. Man sieht es hier hinten im Hintergrund. Das schauen wir uns gleich gerne auch noch einmal im Detail an zuvor. Wie immer an dieser Stelle der Blick in die Risikoseite. Das heißt, an dieser Stelle, hier haben wir es: Risikohinweis. Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Super gut. Ja, <laughs> ich sehe frisch aus. Ich war beim Friseur. Danke <laughs> dafür. Ja, schauen wir los auf das, was heute im Laufe des Tages so kommt. Und diejenigen, die hier live zuschauen, die können sehr, sehr gerne auch Wunschmärkte analysieren lassen. Dazu bitte rein in die Chats auf Zoom und auf Facebook. Und dann kümmere ich mich wie immer gerne auch um den einen oder anderen Wunschmarkt hier live in der Sendung zum Morgen vor dem Handelsstart. Nachrichtentechnisch ist heute nicht ganz so viel los. Ah, wir sehen es hier, wir haben vorbürstlich, also jetzt auch schon vor unserer Sendung, Daten bekommen zur Arbeitslosenquote in Großbritannien. Die Arbeitslosigkeit steigt weiter an, wobei, wenn wir uns das Level mal anschauen, es ist jetzt kein dramatischer Anstieg, dass man jetzt 10, 12, 15 Prozent Arbeitslosigkeit hat. Aber man merkt, der Arbeitsmarkt ist auch in Großbritannien äh, ein bisschen etwas angespannt, aber momentan, wie schon gesagt, es ist, wie es ist. 4,1 war die Quote im letzten Monat aktuell. Ist sie 4,5, liegt ein bisschen äh, über den Erwartungen der Analysten. Das zu diesem Punkt. Verbraucherpreise in Deutschland haben wir keine Überraschungen bekommen. Die sinken weiter. Die Analysten haben es auch erwartet. Minus 0,2. Das wurde entsprechend auch belegt durch die aktuellen Zahlen. Und dann gibt es heute das Thema ZEW-Index um 11 Uhr. Bekommen wir diese aktuellen Daten? Da schauen wir am Freitag auch noch mal kurz rein, zusammen mit den us spuck Gucken wir mal auf aktuelle Konjunkturzahlen hier bei uns in Deutschland und in den USA, weil das sind wirklich sehr, sehr wichtige Faktoren für das, was in der Zukunft auf uns wartet. Was gibt es noch? Um 13 Uhr wird das Thema Öl mal interessant. Dann gibt es den OPEC-Monatsbericht und am Nachmittag um 14.30 Uhr dann in den USA. Da bekommen wir die Verbraucherpreisindizes. Also, den Verbraucherpreisindex, hier wir stehen geschrieben. Die Prognose liegt unter der des Vormonats 0,4, hatten wir letzten Monat 0,2. Wird erwartet. Es bleibt spannend, wie das Ganze hier mit reingeht. Ju. Also, das dazu. Und damit würde ich sagen. Legen wir einfach mal los hier mit den Charts. Indizes gehe ich im Nachgang durch. Ich bekomme nämlich hier schon eine Frage. Wie schätzen Sie den NASDAQ 100 äh, ein äh, Einstieg ab 12.200 Punkten? Wir schauen uns den Chart dann gleich mal noch im Detail mit an. Zuvor. Möchte ich allerdings gerne die Währungspaare für die heutigen Handelsideen auch besprechen? Dazu mache ich den Chart hier für unsere Zuschauer auf äh, dem Facebook-Livestream bzw. im Video dann auch noch einmal groß an dieser Stelle. Und da blicken wir zuerst einmal in das Währungspaar. Euro-japanischer Yen und zwar hier der erste Blick einmal in den ganz, ganz großen Fokus der Woche. Ja, also, das heißt, wir sind von der Zeiteinheit halt hier schon relativ weit oben. Das ist aber manchmal wichtig, um große Gesamtbilder mit in sozusagen in in den Fokus der Analyse auch mit einzubeziehen. Deswegen haben wir hier mal wieder die Woche, denn wir sind von unten ganz schön gut angestiegen und da sehen wir in den kleineren Zeiteinheiten oft nicht genug. Und wenn ich dieses Bild mal kurz noch ein Stückchen weiter zusammenraffen darf, ähm, sehen wir, weshalb es momentan auch interessant ist, mal die Oberseite anzuschauen, denn wir haben hier ähm, in diesem Bereich, wo wir aktuell vorhanden, beziehungsweise wo wir hier oben im August gewesen sind, das sind zwei Widerstandsbänder, die sind nicht von schlechten Eltern. Und da muss man sich jetzt schon ähm, für die Setup-Planung einfach auch mal auf dieses, ähm, auf dieses Bild, was wir hier haben, beziehen. Denn hier fließen wieder einige Komponenten ineinander, äh, die wir durchaus für eine sinnvolle Beurteilung der Märkte entsprechend auch brauchen. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen, hier... Der Wochenchart ganz klar bullisch aufwärts gerichtet. Wir sind grün, wir kommen hier äh, in einer, sage ich mal, Umkehrsituation, die letzte Woche auch bestätigt wurde und aktuell etwas ruht, pausiert. Gewinnmitnahmen ganz normal in einem Aufwärtstrend. Ja, heißt also, wenn wir uns dieses Bild mal so anschauen, wie es jetzt ist, wir haben über dem Vorwochenhof, das Hof, entschuldigt, über dem Vorwochen hoch. Ja, das haben wir liegen bei hier genannt 125,09. Wenn es da drüber geht, ist der Weg nach oben hin erstmal mehr oder weniger offen. Das heißt dann der Anlaufpunkt hier 127,075, beziehungsweise dann hier oben dieser Widerstand, dieser Verkaufsbereich 127,50. Das sind die Marker, die wir auf der Oberseite haben, wenn der Markt oben drüber schiebt. Das ist der erste Punkt. So, also das ist das Mittelfristige. Im Kurzfristigen müssen wir aber auch schauen, wie die aktuelle Wochenkerze ausschaut. Ja, es ist nichts Ungewöhnliches, dass man hier zwei steigende Wochen hat und die letzte Woche war wirklich sehr, sehr dynamisch im Anstieg, dass der Markt dort auch mal ein bisschen durchatmet, Luft holt, um den nächsten Anstieg vorzubereiten. Und der kann ja kommen, aber weil wir nicht wissen, ob der kommt und der Markt hier genauso gut ein ganzes Stückchen noch deutlich tiefer fallen kann, wir sehen es ja hier. Im, im, im Wochenchart das Potenzial nach unten hin auf das Zwischentief bei 122, 42, das ist durchaus gegeben und das ist das Korrekturpotenzial zur Gegenwoche bzw. zur Vorwoche. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz an. Und dazu hier der Blick in den Tageschart. Und da sehen wir auch, der Tageschart läuft schon wieder schön nach oben. Das heißt, die korrektive Phase wurde hier beendet. Jetzt stehen wir aber hier unten drinne mit der schwarzen Kerze vom Montag und mit der Kerze aktuell, die noch nicht so richtig weiß, wo sie hin soll. Meint der Tag ist noch jung, es kann hier noch viel passieren. Deswegen ist hier eines wichtig. Wir müssen uns die Unterkante anschauen. Fallen wir unter 124 hier in dem Moment die 19, dann ist der Weg nach unten erstmal da, ja? Und das ganze schauen wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an weil das ist dann der Korrekturbereich, den wir hier unten an dieser Stelle haben. Ähm, und das können wir sehr, sehr schön zur Unterseite sehen. Und was man hier auch sehr, sehr gut erkennen kann, das sehen wir gleich auch noch im Vier-Stunden-Chart, nach oben gibt es auch ein paar schöne potenzielle Anlaufstellen noch, wenn der Markt rumdreht. Aus dieser jetzt laufenden Korrektur, und die Korrektur ist ja auch die Korrektur, die wir hier schön im Tageschart sehen, und die vier Stunden, die zeigen uns das auch nochmal sehr, sehr deutlich an. Hier sehen wir auch schön den Aufwärtstrend laufen. Na, das ist das, was wir auf Tagesbasis jetzt gesehen haben. Er schlängelt sich hier richtig schön nach oben. Hier oben sehen wir, dass der letzte Schub rausgenommen wurde. Das heißt, dieser Rutsch nach unten ist mal hier unter dieses kleine Zwischentief gelaufen. Ich skizziere das Ganze wie immer nochmal an. Und dieses kleine Zwischentief, dass das unterlaufen wurde, das zeigt uns, okay Leute, wir sind jetzt hier tatsächlich in der Korrektur. Ja? Also hier sind wir drunter gelaufen. Damit technisch der Bewegungsarm rausgenommen. Und das ist jetzt der Korrekturarm. Und der hat durchaus nach unten hin noch. Luft. Und zwar, wenn wir uns da mal anschauen, die entsprechenden Zwischentiefs, die wir hier gehabt haben. Also, wenn wir jetzt von hier weiter nach unten gehen, schaut mal, da haben wir sie liegen an diesen Stellen. Das sind durchaus Marker. Die hier für die korrektive Planung mit in Frage kommen. Das heißt, zum einen hier das Zwischentief vom Bewegungsarm hier bei 123,83. Hier unten das Zwischentief, das ist das Trendtief bei der Marke um die 123. Und dort sollte es jetzt nicht mal zwangsweise drunter laufen. Das wäre ein bisschen ungünstig für diese gesamte Long-Situation, weil dann verkauft der Markt schon echt extrem stark ab. Und dann riecht das Ganze eher so ein bisschen ja, Test des Zwischentiefs. Hier unten bei 122,42 und das ist dann eher schon wieder so ein Touch zu viel an Korrektur für starke Bullen und da könnte deutlich Unruhe reinkommen. Ja, das ist das eine zur Unterseite. Drehen wir hier allerdings um, wie schon gesagt, im Kurzfristbereich ist der Weg erst einmal nach oben da um die Marke von 125,09 und darüber hier sehen wir es, der Verkaufsbereich 125,30 und hier oben. Ein paar Zwischenhochs, hier mal zwei, beispielhaft genannt, die 126.12 und die 126 46 hier, also in diesen Bereichen, wo wir die entsprechenden Marker dann auch sehr sehr schön mitziehen. Hier gibt es auch noch ein paar kleinere untergeordnete. Ich habe mich jetzt mal auf die größeren beschränkt aus dem Abwärtsschub, den wir hier gesehen haben. Schaut mal das hier, den Wert nach unten zu sehen, sozusagen wie das Ganze hier geschwungen ist. Das sind die Marker, auf die ich mich hier bezogen habe. Und wer sich jetzt fragt, okay, wieso denn der Bereich hier unten bei 122, ähm, äh, 42 ähm, und nicht dieser Bereich hier für die Entscheidung, ob das Ganze jetzt eher wieder ein bärisches Bild wird oder nicht. Das schauen wir uns mal ganz kurz nochmal schnell im Wochenchart an. Und zwar schaut mal hier, wenn wir hier unten drunter fallen, haben wir diese Vorwoche mehr als Wett gemacht. Und das ist immer ein Zeichen, wenn so eine starke Kerze komplett abverkauft wird, das ist nicht wirklich ein Zeichen von Stärke. Ne? Gut wäre es, wenn wir oben bleiben. Hier gucke ich nochmal ganz kurz in den Tageschart, wenn wir sozusagen hier in diesem Bereich blieben, wo wir hier sind, also hier oben drinnen, in diesem Level. Ich zeichne nochmal kurz den untergeordneten Trendverlauf ein. Das wäre wirklich gut. Ne? Hier haben wir den Aufschub gesehen, die Korrektur, den nächsten Schub nach oben, hier die Korrektur und dann den Wert nach oben. Und da war es wirklich schon gut, wenn wir hier in diesem letzten Stück bleiben, weil das wäre dann im Kontext auf das, was auf dem, was ich jetzt hier in grün eingezeichnet habe, nur die Korrektur und damit wäre alles okay. Und wenn diese Korrektur auch nicht so extrem tief läuft, sondern hier in diesem Bereich auch jetzt schon wieder die Umkehr findet, das wäre auch wieder positiv, weil dann haben wir keine extrem tiefe Korrektur. Die Korrektur wäre dann ähnlich gewesen wie hier in diesem Arm. Und das ist dann eher positiv zu sehen. Und da gibt sich dann wirklich die Chance, dass wir eher in die Oberseite reinlaufen. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro- japanischer Yen. Wir bleiben noch beim Yen und schauen uns den Yen mal in Zusammenarbeit mit dem Australdollar an. Also jetzt hier mal der Blick in das Währungspaar Australdollar japanischer Yen. Haben wir hier. Und zwar schaut es euch an, hier. Mit Blick, ich gehe mal ganz kurz in die Woche auch rein, mit Blick in den Wochenchart, schaut es euch mal an, hier an dieser Stelle haben wir ganz klar einen schönen aufwärts gerichteten Markt. Er trendet schön nach oben, das ist jetzt wirklich die Woche. Also alles schön, wir haben hier ein wichtiges Level rausgenommen, ein Trendlevel, nämlich das hier an dieser Stelle, Moment, habe ich getroffen, hier, zack, schaut mal. Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das hier oben, die 76,50, das war ein wichtiges Zwischenhoch. Und schaut mal, das ist mal rangelaufen, haben korrigiert und haben dann den Trend fortgesetzt. Sind jetzt tief in die Korrektur gegangen und jetzt bewegt es den Markt wieder auch nach oben. Also das Chartbild an sich sieht so ein bisschen ähnlich aus, was wir das, äh, wie das, was wir momentan im Euro-japanischen Yen gesehen haben. Ja. Ähm, von der Seite her ist das eine zweite Chance, die man hier zum Traden mit nutzen kann und auch hier der Kontext ist der gleiche, wenn wir tatsächlich oben drüber laufen hier über diese Stelle über diese ja sage ich mal Widerstand bei 76,50, den wir hier oben gehabt haben. Das wäre schon sehr, sehr positiv zu sehen, weil dann erobern wir diese Marke wieder zurück und dann haben wir wirklich gut die Chancen hier über dieses Zwischenhoch, äh, um die Marke von 78, 45 drüber zu laufen und den Markt nach oben mit aufzukaufen. Ja, weil wenn das passiert, schaut mal hier, da haben wir wirklich sehr, sehr schöne Anlauflevel auch auf der Oberseite. Also auch da gibt es einiges an Potenzial nach oben hin. Man muss nur schauen, wann der Markt tatsächlich nach oben schiebt. Und ob er es schafft, nach oben zu schieben. Oder ob die 76,50 eine zu starke Verkaufsmarke sind. Und der Markt nach unten abdreht. Wir hier wieder Richtung 73,95 fallen. Und der Markt dann einen Abwärtstrend macht. Und wir dann in tiefere Gefilter ablaufen. All das sind jetzt mal so die, die, die Planungsfelder in diesem Spannungsumfeld. Und wenn wir uns das mal eben kurz hier... Moment, wir gehen noch mal ganz kurz in den Tageschart. Wenn wir uns das noch mal ganz kurz im Tageschart anschauen wollen, dann sehen wir momentan einfach etwas, das noch nach, sag ich mal, einer Umkehrmöglichkeit ausschaut aus der Korrektur heraus. Ja, das heißt, das hier ist mal der korrektive Abwärtstrend, den wir hier schon haben. Der ist ganz klar. Und jetzt sehen wir hier den Markt in der Gegenbewegung aber schon nach oben trenden. Ne? Wir haben hier steigende Hochs und steigende Tiefs. Das ist ein erster Indikator dafür, dass der Markt tatsächlich eine Korrektur starten könnte. Die Frage, ob es jetzt weiter hoch geht oder runter geht, wird final erst einmal da entschieden, wo wir hier unten drunter laufen. Das heißt, wenn wir hier unter dieses kleine Zwischentief äh, bei 74, 87 drunter laufen, dann ist diese Korrektur erst einmal beendet. Wir sind aus diesem Aufwärtstrend wieder rausgelaufen, den wir jetzt hier auf Tagesbasis haben. Hier schaut euch das Ganze an. Mal an. Hier, da war der Trendbruch. Jetzt trendet der Markt so ein bisschen wieder nach oben und im kleineren Zeitrahmen sehen wir hier auch schon, dass der Markt wieder nach oben geht. Hier an dieser Stelle. Ich mache das mal kurz etwas dicker, damit man es besser erkennen kann. Das ist der kleine untergeordnete Aufwärtstrend an dieser Stelle. So, also. Dieses hier, was wir hier sehen, das ist das. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz in der kleineren Zeiteinheit an. Hier der Blick in die vier Stunden. Und dann sehen wir es nämlich schon schön. Hier, schaut mal, das läuft hervorragend nach oben. Da sehen wir jetzt eine weit laufende Korrektur. Ist für diesen Kontext hier momentan nicht unnormal. Wir haben es gesehen hier. Hier oben Trendentstehung, tiefe Korrektur. Dann ging es wieder nach oben und jetzt laufen wir wieder tief in die Korrektur rein. Und das Muster, beziehungsweise das Level, was jetzt im ganz kurzfristigen Bereich interessant ist, ist durchaus dieses hier. Ja, da haben wir nämlich hier angehalten. Wenn hier wieder Stärke reinkommt und die aufgekauft wird, wäre das die Chance jetzt tatsächlich der Umkehr hier schon raus. Hier Richtung Zwischenhoch nach oben hin. Also hier in diesem Bereich oben rauf. Wartet mal, die Marke mache ich mal ganz kurz hier in Rot. Das Level da oben wäre sehr, sehr interessant für die Umkehr. Wenn wir jetzt unten rauskommen und für die kurzfristigen Trader halt das Ganze, diesen Arm dann mal in den 15 Minuten anschauen, machen wir auch gleich. Das wäre die Reihe nach oben und nach unten hin. Wie schon gesagt, sollten wir hier unter dieses Zwischentief drunter laufen. Das haben wir liegen bei, 45, 46, äh, bei 75, 46 in etwa. Dann ist der Weg nach unten frei. Und die Frage, wohin er frei ist, ganz klar hier unten dieses Kauflevel. Das ist mal der nächste Bereich, der hier als Anlauflevel mit da ist. Hier haben wir schon. Mehrfach dreimal rumgedreht an dieser Stelle. Schaut mal hier. Drüber gegangen, aufgesetzt, hochgekauft, aufgesetzt, hochgekauft, aufgesetzt, hochgekauft. Wäre interessant zu sehen, was passiert. Das wäre mal ganz klar der Anlauflevel oder das Anlauflevel für die die Unterseite. Und das Ganze mit dem Thema der Unterseite, beziehungsweise wie es kann jetzt weitergehen, das schauen wir uns jetzt nochmal im 15-Minuten-Chart an. Das ist der Kontext sozusagen zum ähm, 4-Stunden-Trend, der ja gerade schön nach unten in die korrektive Phase reinläuft. Und hier sehen wir es. Das, was wir hier sehen, ist sozusagen der korrektive Abwärtstrend. Er läuft hier durch. Wir sehen es sehr, sehr stark, sehr, sehr klar. Und das ist jetzt interessant, das Thema der Umkehr. Das bekommen wir mit, wenn der Markt ein Bild wie das hier schreibt, dass wir hier nach oben laufen. Jetzt haben wir die Gegenbewegung wieder dazu. Und wenn wir hier in diesem Support vor diesem Support, wo auch immer, umdrehen und dann diese Gegenbewegung machen, dann haben wir in den 15 Minuten wieder einen Aufwärtstrend, das, der dann durchaus dazu führen kann, dass wir wieder schön in Richtung dieser Dynamik laufen, die wir oben gesehen haben. Das heißt hier auf Tagesbasis auch, dass wir wieder hier den Aufwärtstrend fortsetzen und wir uns dann wieder nach oben hin orientieren. Anlaufmarker, planbare, die sehen wir auch schön, wenn die Umkehr kommt auf der Oberseite. Können wir uns schön nach oben orientieren. Schaut mal hier schön die Schwunglevel oben raussuchen. Ich gehe da bloß mal auf ein paar jetzt ein. Ich nehme mich alles mit raus. Aber hier, wir haben hier wichtige Drehmarken. Um die Marke von knapp 76, hier 76,1, hier oben 76,35. Das sind gute Marker, die wir haben. Und natürlich ein, was dürfen wir nicht im Auge oder aus dem Auge verlieren. Und zwar ist das die Tatsache, wo der Markt jetzt momentan hier oben angestoßen ist. Und da sehen wir, dass gewisse Level auch immer wieder gesucht und ähm, gefunden werden und die Reaktionen an diesen Leveln immer wieder gleich sind. Und zwar, schaut es euch an, hier Widerstand. Hier war es Unterstützung, Widerstand. Hier Widerstand, Widerstand. Hier drüben, hier Widerstand. Da sehen wir, dass diese Marke durchaus Relevanz hat. Und da kam der Umkehr nach unten. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Sollte es der Markt tatsächlich darüber schaffen, dann sagt uns das was. Das ist dann ein eher bullisches Signal. Und das wäre dann die Umkehr aus der Korrektur hier im Blick in den vier stunden chart rein. Das heißt, das wäre dann tatsächlich das Umkehrmuster, Bestätigung dieser ersten initialen Umkehrkerze. Das wäre dann der Weg nach oben. Das müssen wir allerdings abwarten, um zu sehen, wie es weitergeht. Ja. Das heißt, zwischenhoch drüber wäre die Longseite. Unten drunter hier unter diesen Tief bei 75, 46, 47. Da sieht dann der Weg eher zur Unterseite gestaffelt aus. Und dann schauen wir jetzt noch auf ein paar. Das haben wir hier extrem selten auf der Uhr, hat aber momentan in meinen Augen eine sehr, sehr interessante Verortung. Und zwar, es ist verortet: US-Dollar, schwedische Krone in einem, äh, sage ich mal, Unterstützungsniveau, da könnte was gehen, sage ich mal an dieser Stelle. Heißt, schaut euch das mal an. Das hier ist das Unterstützungsband. Ich mache es mal eben grün. Und wenn wir in genau einem solchen Unterstützungsband wieder eine Umkehr bekommen, dann haben wir richtig gute Karten, diesen Bereich hier oben rauszunehmen. Das heißt, schaut euch das mal an. Der Markt, er läuft ja schon hier oben rein, ja, ist schon hochgetrendet hat jetzt ganz tief korrigiert hier in dieses Supportband unten rein und wenn wir hier jetzt die Stärke bekommen, also das heißt diesen Bereich hier unten, wenn das jetzt der Umkehrbereich ist und wir hier sehen die untergeordneten Zeiträume beginnen anzufangen nach oben zu trenden, das wäre ein erstes Indiz tatsächlich für eine Umkehr und wenn wir mal sehen, was wir allein jetzt schon auf Tagesbasis an Anlauflevel zur Oberseite sehen, sehen wir woher äh, oder woher das Potenzial kommt. Nummer eins ein wichtigerer Bereich. Wäre mal noch hier oben die Marke von naja, was haben wir hier? Knapp ähm, 888. Ja, und dann können wir uns auf dem Schwungbereich hier oben draufsetzen. Und der nächste Anlaufpunkt aus der korrektiven Phase wäre mal hier oben die Marke von 896. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, weil wir ja wissen, dass wir hier tatsächlich einen Aufwärtstrend vorliegen haben. Und wir in der Korrektur des Aufwärtstrends sind und wir dadurch natürlich jetzt auch genau wissen, wo wir gewisse Absicherungslevels haben. Das können wir sehr, sehr schön auf der Uhr haben. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz in der kleineren Zeit an. Das heißt, hier das ganze Bild im Stundenchart und das sehen wir hier unten. Und das ist das, wo, wir, wo ich sage, jetzt haben wir hier tatsächlich eine Chance einer Umkehr. Hier unten sehen wir sowas wie eine Bodenbildung. Hier sehen wir unten reingelaufen, hochgedreht, rangelaufen, wieder hochgedreht. Hier haben wir leicht, aber. Noch nur leicht steigende Hochs, aber wenn wir diese Marke wirklich tatsächlich hier rausnehmen, das heißt, wenn wir der Markt es tatsächlich schafft, hier oben über diesen Bereich bei, bei 882 in etwa drüber zu laufen, das wäre das bullische Signal und dann können wir uns schön zur Oberseite mit rauflegen und wie schon gesagt, nächstes Anlauflevel wäre mal dieser Dreh bzw. Verkaufsbereich da oben im untergeordneten Bild und wenn der dann auch wegkommt, dann ist der Weg nach oben tatsächlich geebnet. Dann haben wir hier nicht nur eine Umkehr, sondern auch eine Umkehr, die die Kraft hatte, einen Verkaufsbereich aus dem Markt zu nehmen und das ebnet dann den Weg deutlich weiter nach oben und das wäre dann die schöne Umkehr und wenn man sich das Bild mal anschaut, hier einfach auf den Tageschart zu legen, da sehen wir, was wir für ein Potenzial haben, ähm, verglichen zum Risiko, wenn man einfach mal sieht, wo ist denn jetzt der Trend zu Ende? Wenn man das einfach mal sieht, hier, schaut euch das mal an, hier, das wäre mal der Bereich bis unten rein. Also wenn man sich jetzt beispielsweise sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwo reingehe und sich die Korrektur noch ausweitet, die könnte sich ja ohne Probleme bis hier unten rein äh, in diesen Markt hinein ausdehnen. Also bis hier unten ran in diesem Bereich um die Marke von, naja, 668 in etwa rein. Das ist ja ohne Probleme möglich, ja, ähm, wenn wir jetzt eine Umkehr hier bekommen sollten. Aber schaut euch an der anderen Stelle mal das Potenzial an, was wir zur Oberseite haben. Und das ist nicht von schlechten Eltern. Ne? Also wenn man alleine mal schon sieht. Das Potenzial bis hier. Da sehen wir im ersten, dass diese Chance schon deutlich größer ist als dieses Risiko, was wir hier haben. Das ist das eine. Nach unten hin, also nur diesen Bezug hier. Ähm, wenn man das Ganze faktisch nimmt, natürlich ganz klar, wenn man hier jetzt reingeht, äh, muss man dieses Risiko hier unten auch bis hier ziehen. Ja, also da hätten wir ein Chance-Risikoverhältnis momentan an dieser Stelle von circa 1 zu 1. Aber, und jetzt kommt es, schaut euch mal an. Hier, das wäre sozusagen hier das einfache Risiko vom Ertrag. Das wäre ein 2R. Ja? Wir haben hier bis oben hin über 2R an Potenzial. Ja? Und das ist ja der Punkt. Wir, wir Händler wissen ja nie, was der Markt wie weit spielt. Und da sehen wir jetzt aber die Chancen, die wir haben. Und das ist mal eine sehr, sehr schöne Chance, wenn der Markt tatsächlich anfängt. Hier unten umzudrehen und die Longseite zu spielen. Entscheidung wird noch fallen. Wir haben es gesehen in der kleinen Zeiteinheit, wo die Marker sind. Das Ganze mit Sicherheit sehr, sehr interessant. So, gut, jetzt schauen wir mal. Ja, die Lautstärke ist heute gut. Christian, wie versprochen, ich habe gebastelt. So, basteln hin, basteln her. Wir schauen jetzt auf den Nasdaq. Da war nämlich die Frage, ob man bei 12.200 Punkten eher die Long-Seite sehen sollte. So, das ist jetzt hier eine sehr, sehr gute Frage und wir schauen uns unter dieser Maßgabe. Ich darf hier natürlich keine Handelsempfehlung geben. Ja? Ich darf hier an dieser Stelle nicht sagen, an dem Punkt gehen Sie jetzt bitte long, weil da kann nichts mehr passieren. Das äh, geht nicht. Aber die technische Analyse kann ich natürlich machen und da kann dann am Ende jeder für sich selbst sagen, okay, wo kann es denn hier an dieser Stelle hingehen. Also die klassischen Analysen sozusagen. So, ich mache jetzt mal ganz kurz hier die Trenderkennung raus und wir sehen hier natürlich jetzt einen sehr, sehr stark dynamischen Markt nach oben laufen. Ja, das ist ganz klar. Wir sehen auch eine relativ weit gelaufene Bewegung hier. Das war also sozusagen Freitag, Montag, ähm, Quatsch, Freitag und Montag die Kurse, also Donnerstag, Freitag, Montag. Mittwoch ging die letzte Woche schon sehr, sehr bullisch in die Richtung rein. Das heißt, wir sind hier sehr, sehr weit nach oben gezogen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, sehen wir an dieser Stelle natürlich einen sehr, sehr dynamischen Aufwärtstrend nach oben. Halt, das wollte ich nicht löschen. Ich mache mal den Chart hier kurz ein bisschen sauberer noch an dieser Stelle. Wir haben weiter Aufwärtspotenzial. Ganz klar, wenn wir hier übers Vortageshoch drüber fliegen. Das heißt, wenn wir hier über dieses Level oben drüber laufen, da haben wir die Marke von 12.205. Warte, die gebe ich gleich mal ganz kurz ein. Da haben wir es hier sauber. Also 12.205. Das heißt, selbstredend, wenn man sich diese Trends hier einfach mal anschaut. Na gut, hier, egal. Wir sind es jetzt oben drauf. Bitte... Da oben, über das Tageshoch drüber. Ich komme jetzt nicht genau auf den Punkt drauf. Wenn wir tatsächlich hier oben drüber fliegen, ja, das wäre dann logischerweise die Fortsetzung des untergeordneten Stundentrends. Ne? Wenn wir uns den jetzt mal anschauen hier, der ist sehr, sehr stark gelaufen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle im zusammengerafften Bild, da sehen wir auch, wo es herkommt. Wenn ich es mal ganz kurz hier mit anzeige, wartet mal, ich mache mal kurz die Trenderkennung rein. So, hier, zack, da haben wir es. Das ist momentan der laufende Aufwärtstrend, also auch sehr, sehr schöne Kursmuster hier, diese enge letzte Kontraktion vor dem starken Schub nach oben. Und das ist jetzt der Punkt, hier kommt es jetzt wirklich darauf an, wie es weitergeht. Bekommen wir eine Ausdehnung der Korrektur nach unten oder wollen wir das, das Allzeithoch antriggern? Oben am Allzeithoch wird es dann natürlich sehr, sehr spannend. Finden wir dort direkt wieder Käufer, ja? Oder geht es dort erstmal dahin, dass wir in eine Korrektur reinlaufen? Also das heißt, das Level, was wir hier momentan gerade sehen, ist schon prädestiniert dafür, dass wir irgendwann mal so ein bisschen was an Korrektur bekommen, weil wir natürlich jetzt hier in einem wichtigen Bereich sind. Und wenn ich das mal kurz noch ein bisschen näher zusammenraffen darf, diese Marke hier oben bei 12.200, die ist schon mit etwas Wichtigkeit versehen, weil dass hier in diesem Bereich, in dem untergeordneten Bereich, wenn wir uns das mal anschauen, genau das Drehlevel gewesen ist, wo wir hier drüben an dieser Seite in den Abwärtstrend gestartet sind. Ne? Also die 12.200 sind schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und da werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Unter dem aktuellen Zwischentief heißt das erstmal Korrekturausdehnung zur Unterseite hin. Und das schauen wir uns jetzt gleich auch mal im Tageschart, äh, im Stundenchart hier an, wo wir der Level haben, weil die hohe Volatilität gibt uns natürlich auch nur Anlaufpunkte, die relativ weit weg sind. Und das sehen wir hier an dieser Stelle auch, wo es ist, das Ausbruchslevel hier um die Marke von. 12.613, das war der Ausbruch hier oben drüber, das wäre mal mit Blick nach unten hin ohne Probleme hier einen Wert, den wir annehmen müssen. Für eine Korrektur, weil wir sehen, der Bewegungsarm hat hier unten angefangen bei, äh, bei 11.213. Den hat sie jetzt hochgeschoben auf 12.200. Das ist irre, oder? 1000 Punkte hier drinnen. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt trendet der Markt hier so leicht nach unten. Ein zweiter Anlaufpunkt, den haben wir noch hier. Hier hat der Markt mal kurz pausiert, um die Marke von um die 11.880 Punkte. Das wäre mal noch ein Zwischenlevel. Was man durchaus mit auf der Uhr haben sollte für die korrektive Phase, also auch im kurzfristigen Bereich. Und wie schon gesagt, hier ist jetzt wirklich interessant. Wir haben das gestern auch gesehen: die Anlaufpunkte im DAX zur Unterseite hin, die wir besprochen hatten, die sind ja schön abgefrühstückt worden. Und das ist das, was wir jetzt hier in ähnlicher Art und Weise sehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten drunter laufen, dann ist halt der kleine Abwärtstrend hier. Seht ihr den? Ich mache es mal kurz groß mit dem Plus. Das ist jetzt der untergeordnet laufende Korrekturtrend und er setzt sich hier unter der 12.028-Punkte-Marke fort. Und die Punkte, die wir hier nach unten drinnen haben, ich gehe mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Das sind halt die Marke, wo wir gedreht haben. Ja? Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle sehen. Das sind die Anlaufmarke, die wir hier zur Unterseite haben. Hier an dieser Stelle, da haben wir hier die größeren Bereiche liegen. Hier. Und hier unten das Ausbruchslevel. Ja, und im Kleinstbereich, aber im wirklich absoluten Kleinstbereich, kann man sich da noch Level raussuchen, die möglicherweise sind. Das wäre mal hier dieser dynamische Aufkaufbereich, wo es dann so deutlich nach oben ging. Die Marke von 11.900 um die 65, 68 rum. Und dann können wir uns schon wieder auf die Unterseite fokussieren. Also, wir sehen es. Es ist viel Platz. Wir haben eine hohe Wohler an dieser Stelle. Und das sind wichtige Faktoren. Und die Frage, ab wann der Markt wieder sehr, sehr, sag ich mal, für die bullische Seite mit ranzieht, ist halt hier oben diese 12.200. Also die ist hier in der Frage auch schon richtig identifiziert worden. Der ausschlaggebende Punkt ist nur der, was wird da oben passieren? Denn wir haben es ja gesehen, mit Blick auf den Tageschart bzw. Ähm, auf den Stundenchart, dieses Level hier ist ein wichtiger Widerstandsbereich und der muss raus. Und das ist jetzt die Frage, ob hier wirklich die Kraft ist, dass der Markt hier oben drüber geht. Ähm, ich persönlich würde jetzt hier eher versuchen, von unten nach oben zu traden, als zu versuchen, mich hier oben auf die Lauer zu legen und sagen, hier oben geht es äh, in die, in die Long-Richtung. Wir haben es gesehen, hier haben wir ein Widerstandslevel und da sind die Chancen deutlich besser, wenn wir aus der Korrektur raus schon in Richtung nach oben traden, weil dann haben wir schon mal ein paar, Puff, paar Punkte Gewinn im Puffer und wenn er tatsächlich abprallt... Thema Risikomanagement. Ne, kann man deutlich besser reagieren, als wenn man sagt, okay, hier oben kommt es zur Trendfortsetzung in der Stunde, weil wir wissen ja, wie weit ähm, der Markt in der Stunde schon gelaufen ist. Ne? Und das ist halt so der Faktor, das muss ins Risikomanagement mit einfließen. Und bei solchen Charts gefällt es mir dann immer eher, etwas tiefer einzusteigen, um schon mal zu wissen, wer nach mir kauft und dann hier oben zu wissen, okay, hier kommt ein Verkaufslevel, hier könnte es ein bisschen ungemütlich werden. Wenn das aber rausgenommen wird, dann schiebt das meinen Trade nochmal ordentlich nach oben an, dann kann man nochmal nachpacken sozusagen. Also diese Pyramidierungsstrategien fahren und das ist dann das Interessante hier an diesen Stellen. So. Jo, gucke ich noch mal rein. Weitere Fragen haben wir nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich kurz nach neun Danke für das Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen, 8.30 Uhr, pünktlich zur Live-Besprechung der Märkte, einige Handelsideen und gerne auch den ein oder anderen Wunschtitel. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen, bye bye.